Wir treffen dort auf Japaner, Chinesen, USA. Wir sind in einem globalen Wettbewerb von Technologie und die deutschen Unternehmen insbesondere, die auch in Baden-Württemberg ansässig sind, sind Marktführer im Bereich von E. Und nicht zuletzt, das sind die letzten drei Punkte, wir schaffen damit Arbeitsplätze, wir schaffen nachhaltige Energieversorgung in diesen Ländern, denn dort knackt es zurzeit. Und deshalb glauben wir, dass wir insgesamt nicht nur ein pfiffiges Geschäftsmodell entwickeln wollen, sondern wir kriegen dann auch etwas Gutes in der erneuerbaren Energieversorgung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Last but not least, normalerweise sagt man ja Ladies first, weil die Grünen sind mal wieder unkonventionell. Zum Schluss. Nur ich denke aber, Ingrid Nestle ist es nicht übel. Ich darf Sie kurz vorstellen. Ingrid Nestle ist seit 2009 Mitglied des Bundestages, bei uns in der Bundestagsfraktion zuständig für Fragen der Energiewirtschaft. Zuvor war sie über mehrere Jahre hinweg wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Fachbereich Energie- und Umweltmanagement bei Professor Olaf Hohmeier, Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen, auch manchen bekannt. Vielleicht kurz mit auf den Weg gegeben. Ich habe mir in Vorbereitung des heutigen Tages mal einen Blick reingeworfen in das von der Bundestagsfraktion im September verabschiedete Energiekonzept 2050, wo man ja das Ziel hat, bis 2030 schon 100% erneuerbar zu bekommen. Und dann im Computer geben ja die Möglichkeit zu sagen, such mal das Wort Desertec. Das Wort Desertec kommt da drin einmal vor. Vielleicht kann es ja auch darauf eingehen, warum es nur einmal vorkommt und warum man vielleicht den Desertec-Konzept seitens der Grünen vielleicht nur einen sehr geringen Stellenwert bei uns. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Bitte. Ja, herzlichen Dank. Dazu kann ich gerne was sagen. Für mich und ich glaube, ein Stück weit spiegelt sich das auch wieder in unserem Energiekonzept, ist Desertec letztlich nur eine weitere Stufe von einem Konzept, das ich für sehr, sehr wichtig halte, nämlich die Vernetzung der Erneuerbaren. Und da geht es mir um die Vernetzung in Deutschland, da geht es mir um die Vernetzung nach Europa, in ganz Europa. Naja, aber es wäre zutiefst ungrün, jetzt zu sagen, wir machen eine Kontinentalgrenze halt und mit Afrika wollen wir uns nicht mehr vernetzen. Deshalb für mich ist es ein weiterer Schritt der Vernetzung der dezentralen, zum Teil auch nicht mehr nur ganz dezentralen erneuerbaren Energien, die wir produzieren. Übrigens, ich würde sagen, auch bei uns nicht mehr rein dezentral. Also Offshore ist sowieso keine dezentrale Technologie, das steht, glaube ich, außer Frage. Und auch auf Offshore setzen wir natürlich in unserem Energiekonzept. Aber auch in meiner Heimat, Schleswig-Holstein, wenn wir dann den Kreis Nordfriesland anschauen, die produzieren heute schon mehr als 100% ihres Energiebedarfs an Windstrom. Und jetzt gerade war ein neuer Prozess, wo Windeignungsflächen ausgewiesen worden sind. Und die Kommunen in Nordfriesland haben 10-mal überzeichnet. Also 10-mal mehr Kommunen wollten gerne so einen neuen Windpark haben, weil sie ihn kriegen können. Oder als sie ein paar mehr können, jetzt als ursprünglich gedacht. Also im ursprünglichen Plan, man gesagt hat über Schleswig-Holstein, alle kriegen jetzt irgendwie, wie wir weiter ausbauen wollen, was dazu. Dann hätten 10-mal mehr geschrien, hallo, ich will noch so einen Windpark haben. Ja, als es ursprünglich angedacht war. Das heißt, da kommt ein gewaltiger weiterer Boom und die bauen natürlich viel mehr Wind und da stehen wir voll dahinter, als sie bei sich verbrauchen. Und den werden natürlich auch exportieren in andere Teile von Deutschland und auch über die Grenzen hinweg. Und sie werden ganz entscheidend Regelenergie brauchen. Weil auch Nordfriesland, obwohl sie viel mehr Wind produzieren, als sie selbst verbrauchen, sind natürlich noch nicht autark, in dem Sinne, dass sie zu jeder Sekunde ihren Strom bereitstellen können. Und das ist für mich das Wichtigste an der Vernetzung, die ich tatsächlich gerne auch groß denken möchte. Also auch Deutschland, Europa und dann bis nach Afrika hin. Der entscheidende Punkt an Desertec ist für mich nicht, dass wir da 15% Erneuerbare mehr kriegen. Weil, da hatten Sie recht, Herr Longo, man kann natürlich die Erneuerbaren auch in Deutschland, wenn man einfach so die Prozente, die man zubaut, dann kann man auch so 100% hinkriegen. Also man findet das Potenzial in Deutschland, wenn man das immer alles aufeinander aufaddiert, dass man irgendwann insgesamt so viel Strom produziert, wie man ihn auch verbraucht in Deutschland. Da sehe ich nicht das Problem. Das Problem sehe ich darin, wirklich zu jeder Sekunde den Strom zu produzieren, den wir brauchen. Und da ist es extrem hilfreich, wenn man sich aushilft. Weil manchmal produzieren wir zu viel und Frankreich zu wenig und manchmal wir zu wenig und Marokko zu der Zeit zu viel. Und dieser Austausch der Dezentralen, diese Idee von gemeinsam sind wir stark, gemeinsam wir Erneuerbaren, ist eine, die 100% Erneuerbare sehr viel einfacher, sehr viel zügiger, sehr viel kostengünstiger erreichbar macht, aber vor allem auch, und zu den Grünen gekommen bin ich nach vielen Jahren Umweltbewegung, in meiner tiefsten Überzeugung sehr viel ökologischer. Weil würde wirklich jetzt jeder
Landkreis, jede Region versuchen, selbst autark zu werden. Wir müssen gigantische Speicherkapazitäten aufbauen, die sehr ressourcenintensiv sind, zum Teil auch mit relativ giftigen Substanzen hantieren, die alle ihre ökologischen Probleme haben. Und im Vergleich zu dem, ja, dem Umweltimpact dieser Speicher, die man dann bräuchte, sind diese Stromleitungen wirklich ein Knall. Weshalb ich für diesen Vernetzungsgedanken auf jeden Fall werben möchte. Und das war jetzt auch so ein bisschen vielleicht die wirtschaftlich-technologische Einschätzung als Eingangsinput und auch ein bisschen als Antwort auf Ihre Frage. Also auch ein bisschen meine Einschätzung als Wirtschaftsingenieurin, die ich eben von Haus aus bin. Ja, es ist wirtschaftlich-technologisch, es ist ein super Projekt. Und möchte jetzt zu dem kommen, wofür ich vielleicht auch noch mehr eingeladen bin an der Stelle als Politikerin. Was ist denn mit politischen Aspekten? Und da wird es ein bisschen hakeliger. Also die Wirtschaftsingenieurin, die mir jubelt und sagt, ja, auf jeden Fall, in die Richtung müssen wir gehen. Politisch hat das Projekt durchaus seine Kanten, gerade für eine grüne Politikerin. Ich werde einfach mal ein paar Punkte aufgreifen, die auch genannt werden. Wir haben es eben schon mal gehört, ja, man muss doch auch in Europa ausbauen. Wir wollen doch lieber hier ausbauen, nicht da. Auch da sagt die Technikerin in mir wieder, ja, das verspricht sie doch überhaupt nicht. Natürlich wollen wir hier voll ausbauen und da auch. Das darf doch keine Alternative sein, das ist eine Ergänzung. Und das kann man natürlich politisch auch so fahren, wenn man an der Macht ist und politisch so durchsetzt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir immer bestehen müssen. Das war auch die erste Frage, die ich Herrn Oettinger gestellt habe, als er zu uns im Wirtschaftsausschuss kam und begeistert erzählt hat, wir brauchen Stromnetze und bis nach Afrika. Erst, als ich ihn gefragt habe, ja, gilt denn dann das 20% Erneuerbarenziel in Europa? Gilt das wirklich in Europa oder rechnen Sie das drauf an, was Sie dann aus Afrika importieren? Und er hat an der Stelle ganz klar gesagt, nein, die 20% Europa gelten in Europa, das wird nicht angerechnet, was aus Afrika kommt, das kommt oben drauf. Solange das ganz klar ist, haben wir dieses Problem im Griff. Aber ich glaube, es ist etwas, wo wir immer wieder nachhaken müssen, wo wir immer wieder drauf bestehen müssen und was nie eine Selbstverständlichkeit sein wird. Und man sieht es auch ein bisschen jetzt am Energiekonzept der Bundesregierung, die nämlich sehr locker sagen, wir importieren später das 30%. Und die meinen wirklich importieren, nicht austauschen, nein, hier müssen wir mehr, sondern die meinen wirklich, ja, Nettoimporte 30%, kostengünstiger machen wir so. Also es gibt die Leute, die so denken, das ist natürlich nicht die grüne Idee von Denvertec und wird sie nie sein. So, der zweite Punkt, der oft kommt, ist so das Stichwort Neokolonialismus. So, was bilden wir uns eigentlich ein? Wir gehen dann nach Afrika und sagen, wir wollen eure erneuerbaren Energien, brauchen wir nicht selbst. Und ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Botschafter aus Marokko, heute da sind. Und zu allem, was ich so zu meiner Einschätzung zu Marokko sage, bitte ich Sie, mich dann nachher zu korrigieren, zu widersprechen. Ich bin sehr neugierig, was Sie uns berichten werden. Mein Eindruck ist, dass zurzeit es nicht wirklich in einem kolonialen Stil gefahren wird, sondern dass es durchaus eine Partnerschaft ist. Es gab ja auch vor kurzem einen größeren Kongress, wo aus den nordafrikanischen Staaten sehr viele Vertreter da waren, die, so meine Wahrnehmung, sich auch sehr positiv zu diesem Projekt geäußert haben. Und es ist aus meiner Sicht auch ganz klar ein Projekt, wo wir uns gegenseitig brauchen. Marokko ist extrem hilfreich für uns in der Ausrichtung des 100% erneuerbaren Systems. Und ich hoffe, dass auch wir unsererseits hilfreich sein können für Marokko, die natürlich auch Strom brauchen. Also ein Austausch, wo vielleicht unterm Strich noch ein Exportsaldo von Marokko nach Europa laufen kann, aber natürlich ein Export bereit sind zu bezahlen. Und bei jedem anderen Wirtschaftsgut versucht man, also sagen wir, ist es eigentlich gut, es wird immer behauptet, dass es gut für den Staat, wenn er exportieren kann. Jeder versucht zu exportieren und damit Devisen zu bekommen. Nur beim Strom wird es dann ganz oft so dargestellt, als sei es schlecht für Marokko, wenn sie exportieren. Das glaube ich nicht. Von daher auch hier ein Punkt, auf den man aufpassen muss. Und wo ich mich sehr freue, Herr Botschafter, dass Sie dann einfach Ihre Sicht bringen können, weil ich glaube, besser, Sie kann das natürlich keiner an dieser Stelle einschätzen, ob hier ja, von oben herab gehandelt wird oder ob es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, was ich mir sehr wünschen würde. Und was natürlich auch ein paar kleinere Unstimmigkeiten nicht ausschließt, bei manchen Punkten, ich vermute, dass wir beim Punkt Westsahara vielleicht nochmal eine kleine Meinungsverschiedenheit haben. Auch sowas muss man dann natürlich ansprechen und angehen. Ist aber nicht was, was grundsätzlich anders darstellt, dadurch, dass es Desertec gibt, als sonst. So. Damit komme ich zum dritten großen Punkt, dem dritten großen politischen
Was kann denn auch schiefgehen an Desert Tech, so eine tolle Idee ist? Und das hatten wir gerade auch schon, ja, das passt in die Struktur der Großkonzerne, das sind genau die Atomkonzerne, die sich da draufsetzen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, haben die das jetzt eigentlich nur aufgenommen, das Projekt, um es zum Einschlafen zu bringen? Wollen sie eigentlich gerade verhindern, dass der erneuerbare Strom nach Deutschland kommt, damit sie ihre Kohlekraftwerke besser laufen lassen können? Haben sie es quasi, wie es auch bei Offshore manchmal unterstellt wird, ich sage nicht, dass es eins zu eins so ist, aber der Vorwurf kommt ja öfter auf, dass letztlich die ganzen Offshore-Projekte aufkaufen, um sie nicht zu bauen oder ein bisschen langsamer zu bauen, als andere es vielleicht tun würden, damit ihr Atomstrom ungestört ans Netz kommt, damit der Kohlestrom ungestört ans Netz kommt. Also was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir plötzlich Projekte machen im Auftrag, nein, nicht im Auftrag, sorry, ist ja ganz falsch, aber Projekte, wo die vier Großen, gegen die wir immer gekämpft haben, bei der Atom, bei der Kohlefrage, wenn die plötzlich ins Projekt drin sitzen. Ja, und das ist tatsächlich als grüne Politikerin nicht nur eine Kommode-Situation, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich finde aber auch, dass wir ein Projekt, das wir technologisch, wirtschaftlich, politisch als richtig erkannt haben, nicht aufgeben können, bloß bei den Atomkonzernen kommen und sagen, ich finde es auch gut. Also das wäre ja das Allerletzte, wenn wir uns so versklaven würden, dass wir unsere Entscheidung danach ausrichten, ob die Atomkonzerne gerade sagen, hallo, wir finden es auch gut oder nicht. Aber natürlich muss man an der Stelle aufpassen. Und ich votiere hier ganz klar für eine Trennung von Netz und Erzeugung, so wie in allen Bereichen auch. Dafür kämpfen wir hier national schon lange. Es ist schrittweise mühsam ein bisschen vorangekommen. Die wirklich eigentumsrechtliche Trennung haben wir immer noch nicht auf einer gewünschten Ebene. Aber letztlich müssen wir auch bei Desert Tech Konkurrenz schaffen. Wir können das nicht abhängig machen von zwei, drei Konzernen, sondern eigentlich, finde ich, könnte man das Leitung auch gleich in öffentlicher Hand bauen. Leitung sind lukrative Geschäfte. Wir kriegen Geld für 2% am Kapitalmarkt. Netz in Deutschland kriegt man eine Rendite von 9%, wie das da in Afrika ist, das müsste man noch mal genauer sehen und klären. Aber also letztlich finde ich, diese Netze müssen betrieben werden von jemand anderem, der die Erzeugung macht. Und dann kann es überall Konkurrenz geben, Wettbewerb geben, in allen Stellen Europas und Nordafrikas können verschiedene Unternehmen einspeisen. Und dann können auch gerne die Großen einspeisen, da habe ich gar nichts dagegen, erneuerbar bauen statt fossil, das fordere ich ja sogar immer, weil sie nicht nur 10% ihrer Gelder in erneuerbar investieren, sondern 80, 90, weil erst dann ist natürlich glaubwürdig der Umstieg da. So, ich vermute jetzt fast, dass ich bald schon ans Ende meiner Ausführungen kommen muss. Also, die Botschaft ist, cooles Projekt, politisch mit Gefahren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Politik an der Stelle das Zepter in der Hand behält und nicht einfach nur, sag ich mal, so sehr viel Freude, dass sie sich da engagieren und hoffentlich sich weiter engagieren, können wir natürlich nicht einfach nur die Planung der EI überlassen, der Desert Tech Industrial Initiative, sondern müssen selbst entscheiden, was halten wir für richtig und müssen dann dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Und ein Windpark in Marokko ist selbstverständlich genauso genial wie ein Windpark in Nordfriesland. Und ich hoffe, dass wir beide davon profitieren, wenn wir miteinander den Strom austauschen. Dankeschön.